Natalia Gorbanewskaja ist tot. Die Menschenrechtlerin und Dissidentin der Sowjetära starb im Alter von 77 Jahren in Paris. Gorbanewskaja hatte 1968 auf dem Roten Platz in Moskau an den Protesten gegen die Invasion der Sowjetunion in der Tschechoslowakei teilgenommen. 1969 wurde sie festgenommen und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Gorbanewskaja war außerdem Mitbegründerin der Untergrundzeitung Chronik der laufenden Ereignisse. Joan Baez widmete ihr 1976 einen Song.